Bei der Motoren- und Getriebeüberholung steht auch das Reinigen und Veredeln der Bauteile im Mittelpunkt einer Restauration. Mit Unterstützung der Sandstrahlerei Breuer in Hohenbrunn bei München sind wir der Anwendung der einzelnen Strahlmittel auf den Grund gegangen. Wenn wichtige Motorenteile gereinigt oder veredelt werden sollen, ohne das eigentliche Grundmaterial Aluminium oder Gussmetall bzw. Weißmetall abzutragen, kommen Strahlmittel zu Einsatz, die eine geringe Mooshärte von 2,5 haben. In diesem Fall sind folgende drei Strahlmittel ideal: Salz mit einer Mooshärte von 1,5 bis 2, Nussschalen mit einer Mooshärte von 2 bis 2,5 und Kunststoff mit einer Mooshärte von 2. Besonders im Hinblick auf die neue Sichtweise, Oldtimer eher möglichst original zu belassen und die Spuren der Zeit nicht zu beseitigen, werden neue Verfahren gebraucht, die eine schonende Restaurierung ermöglichen. Natürlich soll die Technik trotzdem sauber und funktionsfähig sein. Um nun Motorenteile entsprechend sanft zu reinigen und die Oberfläche möglichst patiniert zu erhalten, können Nussschalen für das Strahlen der Bauteile verwendet werden. Nussschalengranulat ist zwar hart, hinterlässt aber keine Veränderung an der Oberflächenstruktur, da die Nussschalen stumpf auf der Oberfläche wirken und von der Konsistenz her weicher sind. Der Vorteil des Nussschalenstrahlens ist auch, dass das Granulat nicht in die feinen Düsen und Kanäle eindringen kann und so der Vergaser nicht verstopft werden kann. Die Nussschalen reinigen die Oberfläche, lassen aber die ursprüngliche Patina unverändert. So behält zum Beispiel der Vergaser sein antikes Aussehen. Auch für die Reinigung eines Zylinderkopfs eignet sich das Nussschalenstrahlmittel hervorragend. Da weder die Bauteile noch die Ventilsitze angegriffen werden, ist das Granulat sehr gut geeignet, Fettrückstände und Verkoksungen zu entfernen. Das Gussmetall wird absolut sauber und das Material wird nicht verändert. Nitrierte oder gehärtete Teile des Motors, wie zum Beispiel Kurbel oder Nockenwelle oder Ventile, werden am besten mit Nussschalen bei ungefähr 3 Bar gestrahlt. Nussschalen besitzen die Eigenschaft, sehr gut zu reinigen, die Oberfläche durch ihre geringe Härte nicht anzuritzen. Man spricht in der Fachsprache von Ritzen, wenn ein Material mit einer höheren Mooshärte das angegriffene Material verändert. So werden zwar Harz- und Ölrückstände sehr gut beseitigt, aber die Oberflächen werden nicht beschädigt. Soda zum Beispiel ist bereits zu hart und kann bei hohem Druck die Oberfläche beschädigen. Gewinde werden nicht beschädigt. Auch beim Strahlen von Zylinderköpfen können mit dem Nussschalengranulat beste Ergebnisse erreicht werden, denn auch hier zeigt sich das Material äußerst schonend für die Ventilsitze und die Brennkammern. Die scharfen Kanten der Brennkammern werden nicht abgestumpft.